Der Vorläufer will nicht nachlaufen. Luzifer ging auf den nassen Jeschua zu und sagte, leg dich ein wenig in die Sonne, um dich zu trocknen, sonst verkühlst du dich. Und so setzten sie sich etwas abseits auf einen großen Stein. Während Jeschua sich die Sonne auf die nackte Haut scheinen ließ, sahen sie dem krankhaft erregten Treiben der reuigen Sünder zu, die wie Kinder im Wasser tanzten. Nach einer Weile sagte Luzifer wie beiläufig, der Wüstenschreier hat dich öffentlich als Gottes Sohn bekannt gemacht. Doch scheint das die bußfertigen Leute nicht sonderlich zu beeindrucken. Sie nehmen das so gelassen hin, als ob mindestens jeden zweiten Tag hier ein Göttersprössling vorbeikäme. Bisher war der Täufer nur dein Vorläufer. Nachdem er den Weg freigeschrien hat und dich auch als den erkannte, für den er seit langem den Weg in der Wüste bauen sollte, frag ihn doch mal, ob er nun, wo du da bist, auch dein Nachläufer sein will. Einer, der ein Meister sein will wie du, braucht auch Jünger, in deren Köpfe er die Überfülle seiner Weisheit abladen kann, damit sie nicht verloren geht und auch künftige Geschlechter damit belästigt werden. Luzifer lächelte dabei hintergründig. Da Jeschua noch nicht so richtig mit seiner Rolle als Heilsbotschafter eins geworden war, fürchtete er eine Enttäuschung. So murmelte er, frag du ihn. Da nahm Luzifer die Gestalt eines langbärtigen Greises an und winkte Johannes wie einen Untergebenen heran. Höchst unwillig ließ Johannes sich von seiner Tauferei abbringen, denn da stand noch eine lange Reihe reuiger Taufwilliger, mit denen er bis zum Einbruch der Nacht noch fertig werden wollte. Außerdem, wenn die zu lange warten mussten, bestand die Gefahr, dass sie ihre Reue bereuten und wieder weggingen. Etwas ungehalten stampfte der wilde Mann zum auserkorenen Lamm auf dem großen Stein und fragte barsch, was gibt's? Jeschua sah ihn aus seinen himmlischblauen Augen tief an und hielt ihm eine seiner Sandalen hin, auf dass er sie ihm an den Fuß bände. Johannes war für einen Augenblick versucht, sich niederzubeugen, um die Sandale zu ergreifen. Doch dann verharrte er lieber demütig gebückt und sagte, ich bin nicht würdig, dir die Riemen deiner Sandalen weder zu lösen noch zuzubinden. Na, fragte Luzifer belustigt, was hat dir dann all dein Taufen genützt, wenn es dich nicht einmal würdig gemacht hat, dem Lamm Gottes die Sandalenriemen zu knüpfen? Bist du dann überhaupt würdig zu taufen? Doch Johannes blieb hartnäckig mit gebeugtem Haupte stehen. Da blieb Jeschua nichts anderes übrig, als sich die Riemen selbst zuzuknoten, denn außer ihm war ja doch sonst keiner dafür würdig. Sein Bruder Luzifer ließ sich wohl kaum dazu herab. Nachdem Jeschua schließlich beschut und bekleidet war, wagte er die entscheidende Frage zu stellen. Johannes, du hast mir bisher brav den Weg bereitet. Nun bin ich da, von dem du so lange gekündet hast. Wirst du mir nun nachfolgen? Das traf den Johannes wie ein Schlag. Dass er nun statt nur anzukündigen, dem nachfolgen sollte, von dem er so lange geschrien hatte, damit hatte er nicht gerechnet. Er hatte das Kommen dessen, für den er den Weg bereiten sollte, nicht so bald erwartet. Und plötzlich war er doch da. Nun sollte er, als der große Täufer, seine Tauferei und sein Geschrei sein lassen? Statt selbst Meister zu sein, sollte er nun Nachläufer werden?
um dem Sohn Gottes nicht ein schroffes Nein ins Gesicht zu brüllen, wie es einer ungehobelten Natur entsprochen hätte, zwang er sich zu einer gewundenen Ausrede durch. Meister, gern würde ich dir nachfolgen, denn du bist ja größer als ich. Doch sieh, und er wies mit seiner Hand mit den schwarzen langen Fingernägeln auf die bußwillig im Wasser wartenden. Alle die wollen getauft werden. Die Arbeit ist groß, doch mangelt es mir an Taufgehilfen. Alles muss ich allein machen, stundenlang im Wasser stehen. Später werde ich dir nachfolgen. Will ich. Lucifer kicherte in sich hinein. Hab ich mir doch's gedacht. Einer, der sich selbst zum Meister gemacht hat, will nicht Schüler sein. Enttäuscht neigte Jeschua sein schönes Haupt mit dem langen, blonden Engelhaar. Lass es gut sein, Johannes. Bis zum nächsten Mal. Als hätte er nur darauf gewartet, drehte Johannes sich rasch um und eilte wieder an seinen gewohnten Standplatz im tieferen Wasser zurück und setzte eifrig sein unterbrochenes Taufwerk fort. Jeschua ließ sein Haupt hängen. Da sagte Luzifer spöttisch, Gott hat den Johannes gesandt, damit er Zeugnis von dir gebe. Doch jetzt, nachdem er für dich gezeugt hat, will er dir nicht gehorsam nachfolgen. Er hat sich so an sein Vorlaufen gewöhnt, dass er dir nun nicht nachlaufen will. Statt den Beweis für deine Gottessohnschaft zu einem zweifelhaften Zeugen zu überlassen, hätte dein Vater dir besser gar kein Zeugnis ausstellen sollen, geschrieben mit seinem Feuerfinger, das ist mein Sohn, glaubt an ihn, sonst seid ihr verdammt. Das würde seine Wirkung auf die Schwergläubigen sicher nicht verfehlen. Jedem, der es wagen sollte, Zweifel zu hegen, könntest du dann dein Zeugnis unter die Nase halten. Doch um Luzifers vernünftigen Vorschlag in die Tat umzusetzen, war es schon zu spät. Denn Jeschua wandelte ja schon auf Erden. Um sich zu trösten, sagte Jeschua, lass es gut sein. Er soll ruhig weiter taufen. Damit macht er mich im Lande bekannt. Wie kann seine Tauferei dich im ganzen Lande bekannt machen? Dazu brauchst du ihn nicht. Taufe lieber gleich selbst. Das macht dich schneller bekannt. Seine Taufe ist ohnehin nicht die wahre Taufe, sondern nur eine Vorbereitung. So. Und was ist die wahre Taufe? Er tauft nur mit Wasser. Doch ich werde, wenn ich taufen sollte, mit Feuer taufen und mit dem Heiligen Geist. Feuer und Heiliger Geist? Ist das nicht etwas viel auf einmal? Und wie willst du mit Feuer taufen? Ich werde ein Feuer in die Welt werfen. Das wird sie verzehren. Sehr passend für einen, der gekommen ist, den Menschen Frieden zu bringen.